Hallihallo! Du hast jetzt schon, glaube ich, einen Monat nichts mehr von mir gehört. Es tut mir echt leid. Aber es gibt auch einen Grund dafür. Und zwar habe ich noch ein anderes Projekt am Laufen. Und ich habe anfangs versucht, zweigleisig zu laufen, aber es funktioniert nicht. Also ich kann mich wirklich nur auf eine Sache fokussieren. Und da YouTube nicht wegläuft, habe ich mich halt für das andere Projekt entschieden. Und ja. Aber ich wollte mich mal wieder melden und dachte mir so, okay, nimmst du dir jetzt mal 10 Minuten und drehst ein Video ab. Und zwar war das auch eigentlich echt eine spontane Aktion, weil ich gerade viel auf Facebook lese. Also ich lese ja lese eigentlich immer viel auf Facebook. Morgens, abends, vorm Einschlafen und so. Aber ja, momentan weißt du bestimmt auch das Thema Terroranschläge und so. Das ist ja gerade voll aktuell. Und obwohl ich keine negativen Seiten auf Facebook geliked habe und mir das echt nur so Freude bereiten soll und nicht nur lachen will über Facebook und so, also was da gepostet wird. Trotzdem rutscht das Thema irgendwie immer wieder rein, weil irgendwelche Facebook-Freunde irgendwas liken, kommentieren und dann zack, siehst du das auch. Ja, und letztens hat irgendeine Seite so eine Statistik gepostet, von wegen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man am Essen erstickt, als beim Terroranschlag zu sterben. Und ja, da hat Kali den Fehler gemacht und sich die Kommentare durchgelesen. Und ich muss ehrlich zugeben, die Menschen hier in Deutschland machen mir langsam mehr Angst als irgendwelche Terroristen. Also, ich fand die Kommentare teilweise echt heftig. Weil dieser Post ja einfach nur sagen soll: Leute, kommt jetzt nicht in die Angst, entspannt euch. Und dann nehmen Menschen aber gerade diesen Post so mega ernst und alles wird so überdramatisiert. Und ich verstehe das halt irgendwie nicht. Also, ist für mich schwer nachvollziehbar. Klar, ich kann schon verstehen, dass man Angst hat, aber ganz ehrlich, Terroranschläge gibt es schon seit Jahren. Seit Jahren. Also, ich glaube sogar schon bevor ich geboren wurde, gab es Terroranschläge, auch in Deutschland, in Spanien, ganz Europa, auf der ganzen Welt, keine Ahnung. Aber, und auf einmal, was jetzt ist, nur durch die Medien wird das total gehypt und alle machen mit. Es ist alles schrecklich. Die Welt geht unter. Eine Mutter hat geschrieben, ich hätte mir vorüberlegen sollen, meinen Sohn in diese Welt zu bringen, ihm das Leben hier zu schenken. Denke ich so. Ich lese, what? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich will Terroranschläge wirklich nicht runterspielen. Das ist wirklich grausam und traurig und es ist auch einfach nur unnötig. Und gut, es ist auch einfach traurig, dass Menschen vom Bewusstsein her noch nicht so weit sind, dass sie ein anderes Leben schätzen und respektieren. Ich finde das auch furchtbar, keine Frage. Aber ich finde es noch viel schlimmer, wenn Menschen, du, ich, wir, uns alle davon irgendwie jetzt so beeinflussen lassen. Und alles schrecklich und. Weil das Ding ist, wenn wir alle glauben, es ist schrecklich, dann ziehen wir das alle an und dann wird das alles passieren. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, The World Beyond mit George Clooney. Schau ihn dir an. Der hat einfach die perfekte Botschaft. Darum, ich finde, wir sollten uns jetzt wirklich nicht von diesen Ängsten einnehmen lassen. Und ganz schlimm finde ich auch diese heuchlerischen Beileidsbekundigungen auf Facebook. Also gerade unter diesem Post war das richtig viel. So, ja, die Angehörigen von den verstorbenen oder umgebrachten Menschen, die interessiert das überhaupt nicht, ob man eher am Essen ersticken kann oder beim Terroranschlag. Bla bla bla. Ja, die interessiert das gerade auch nicht. Die werden sich auch nicht diesen fucking Facebook-Post angucken, ja. Und alle so, ah, wir müssen alle trauern. Ja, ich finde, man kann trauern. Ja, kann man machen. Aber ganz ehrlich, dieses für andere mit trauern und ganz, ganz traurig sein und in alles ist so schrecklich gehen. Ich weiß nicht. Also ich finde, das sollte jetzt nicht Sinn des Lebens sein. Ich finde, wir sollten alle positiv bleiben und das Beste aus unserem Leben machen und unsere Ziele verfolgen und nicht jetzt zu Hause bleiben, weil man kann ja nicht mehr auf die Straße gehen. Also, weil ich finde auch, dass diese Statistik einfach wahr ist. Es sind jetzt, glaube ich, bei dem letzten Amoklauf, das war, glaube ich, nicht mal ein Terroranschlag, 10 Menschen gestorben. Das ist schlimm. Aber ich glaube, es sterben auch 10 Menschen beim Verkehrsunfall, wenn auf der Autobahn wenn mehrere Autos aneinander krachen und dann interessiert es ja irgendwie auch kaum jemanden. Also es interessiert dann nur, wenn es in den Medien erscheint und ja,
Und man kann für andere mittrauern, wenn man jemand ist, der das tut. Ich bin da eher etwas kälter, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich kenne diese Menschen nicht und ich will, also ich finde das dann einfach komisch, wenn ich für die mittraue, obwohl das Fremde für mich sind. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns nicht von unserer Angst jetzt leiten lassen, weil Fakt ist, wir werden alle sterben. Du wirst sterben, ich werde sterben, niemand wird diese Welt überleben. Und wie wir sterben, das können wir nun mal nicht beeinflussen. Das ist unser Schicksal. Und es kann sein, dass du auf den Hamburger Dom gehst und da geht eine Bombe hoch. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ah, nee, ich meide den Hamburger Dom, ich bleibe lieber zu Hause. Und dann, keine Ahnung, stolperst du und fällst in ein Messer vom Geschirrspüler oder so und erstichst dich. Ja, weil du einfach sterben sollst. Darum, ich finde es irgendwie dumm, jetzt sich von dieser Angst beeinflussen zu lassen, ja, das bringt nichts. Macht dir nur dein Leben kaputt. Unsere Lebenszeit ist kostbar und wenn du denn dein Leben nur mit Angst verbringst, verschwendest du doch dein ganzes Leben, ja? Also ich möchte, falls ich bei einem Terroranschlag sterben sollte, möchte ich vorher geil gelebt haben. Nicht so, Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Mein Gott, ja. Klar, ganz schlimm ist es, wenn du so einen Kack-Terroranschlag überlebst und dir ein Bein fehlt oder so, ja, das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Aber es ist gerade jetzt nicht unser Schicksal. Da kann man einmal beten abends für alle Menschen, denen was Schreckliches passiert ist. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Aber nicht sein Leben darauf aufbauen. Nicht von außen nach innen leben, sondern von innen nach außen. Nicht das, was den anderen Leuten passiert, auf sich selber reflektieren, sondern in der Liebe, in der Freude bleiben, positiv bleiben und das nach außen leben. Und dann zieht man das auch an. Und wenn wir alle so leben würden, alle positiv bleiben würden und keine Ängste hätten, dann wird die Welt wahrscheinlich schon ganz anders aussehen. Aber nein, die meisten Menschen lassen sich beeinflussen und beherrschen von der Angst, von den Medien. Und dann stehen ja noch alle auf Angela Merkel, auf die Politik und alle anderen sind scheiße und warum machen die nichts? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube sowieso nichts mehr, was in den Medien steht oder berichtet wird, weil sicher kann man sich nicht sein. Ja, vielleicht werden wir eh alle verarscht und alles ist irgendwie inszeniert und so, um uns klein zu halten, um uns Angst zu machen. Ich weiß nicht, was da wirklich abläuft. Weißt du auch nicht. Kannst ja nicht sicher sein. Ja, das ist mein kleines Statement dazu. Und falls du auch eine Meinung dazu hast und das loswerden willst, stänke einfach los in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Und keine Angst haben.